8. Scotty vs. Momo. I'm commentating. Skeddy 12. Jetzt? Ja? Ist immer noch Werbung. Och nee, Digga. Hast du nicht also es geht schon los, also wir sind schon drauf. Auf jeden Fall jetzt Scouty gegen Momo. Top 8. Top 8, es sind alle, die Top 8 sind, quasi Winner's Side. Also es ist jetzt noch nicht Winner's Semi, sondern Winner's Quarter. Ja. Beide sind im Endeffekt hier durch Upsets. Ja, schon ungefähr, das kann man schon sagen. Aber es ist Momo sogar First Seed in ihrem Pool. Sehr gespannt hier, wie das der erste Stock hier für wen rausgehen wird. Oder sagst du cool? So. Tim oder Scouty, schön den Saipi erwartet und ihn auch entsprechend gepunished. Sexy Falco. Ich muss schon sagen, er spielt wirklich eine sehr sexy Falco. Die Doppelrolle. Kann man schon mal mitnehmen. Kann man machen als Bay. Muss man schon mal aufpassen. Conditioning. Dass er sich nicht hier grabben lässt. Oh nein. Aber Scouty hat gesagt, er ist Mash Master Ultra Deluxe 5000. So nennt er sich. Ja, der Abi hat tatsächlich echt... Oh. Du bist schon auf laut. Jetzt? Probier nochmal. Gib mir dein Buck 5. Gib mir dein Buck 5, Scouty. Gib mir dein Buck 5, man. Ich glaube, das hört man, oder? Ich glaube, man sollte es hören. Ich habe es sehr laut in meinem Ohr auf jeden Fall gehört. So. Aber sehr gut, sehr gut. Scouty spielt das ruhig. Ja. Oh. Ah. Ja, das ist noch was. Aber das ja. Noch, ja. Klasse, den Erdosch gepunished. Momo in der Ledge, was macht der? Granate, ja, noch eine Granate. Normal. Oh. Das müsste jetzt eigentlich der Stock sein, ja. Aber Momo geht nicht für den Edge Guard. So. Das hier war der Stock. So, das war hier NTL Cruel aus Hamburg. Digga, mein Ohrfetzen. Ja, so muss das sein. Es muss fetzen hier auf jeden Fall. Wir sind ja so. Top 8 NXT 27. 6. Und der Fernseher ist 27. aus. Der Fernseher ist klar aus, aber wir hören die Musik, wir hören die Hits. Das ist unser Minispiel gerade, um einfach mitzubekommen, wer gerade kassiert, warte. Was passiert? Oh, ich habe einen Reflektor gehört. Ich habe auch einen Reflektor gehört. Noch einen gehört. Perfekt. Oh ja, das war ein Hit von Falco. Okay, Granate. Okay, ich glaube, jetzt geht er wieder HDMI. Sieht gut aus. So, ja, okay. Wir sind am Start so, hier. Was passiert? Beide noch zwei Stocks. NIZ Production klärt und saved auch immer hier am Start. Ja, Shoutouts. So, 147 auf ja, das. Nee. Oh, ja, okay, doch. Also. Fair erklärt dann auch am Ende. Ich weiß nicht, ob das ein Matchup oder Erfahrung für Momo ist, dass man weiß, wann Uptilt eigentlich noch scary ist, aber so bei 150 muss man eigentlich nach dem Uptilt nichts mehr befürchten. Aua. Tut auf jeden Fall weh, aber alles noch im Arm. Na, das darf natürlich. Schöner Mesh. So. Oh, noch nicht ganz gefährlich bei den Prozenten. Ja, jetzt halt für Scouty. Ja, ich wollte gerade sagen, jetzt für Scouty eigentlich nochmal wichtig ein paar Prozente zusammen, weil früher oder später wahrscheinlich der Grab kommt. So, jetzt eigentlich even Game, aber ein Kombo-Starter. Ja. Schöner Lock auf jeden Fall. Mit der Daumen. Aber jetzt kommt erstmal die Kombo. Du musst eigentlich gar nicht erst versuchen, von oben auf. Nice. Tomahawk Grab, hast gesehen, komplett hochgeflogen. Ja. Scouty erkennt, dass Momo doch sehr lange immer gerne schildet. Ja, der Reflektor macht auf jeden Fall was. Das Matchup sieht super eklig für Banjo aus, weil Banjos Gameplan eigentlich sehr projektillastig ist. Und dann Falco halt ein. Und okay. Falco halt ein Frame 1 Reflektor hat, der auch noch sehr low committed ist. Kein Sprung. Die Side wie immer vielleicht. Wieso? Also, ich weiß nicht, ob Momo was weiß in dem Matchup. Ja, das war's. Ich weiß nicht, ob Momo was weiß in dem Matchup, was ich nicht weiß, aber er lässt Falco doch immer schon sehr früh recovern, was eigentlich halt einer der größten Schwächen ist von Falco. Ich weiß nicht, ob dieser Down Smash
Two-Frame unter der Ledge noch hittet. Bis jetzt hat es nicht geklappt. Nee, also wohl eher die der dann, ne? Ja, genau, aber er lädt ja, oder sie lädt ja immer Downsmash auf, von daher. Sie? Wer ist sie? Ja, nee, ich glaube, Momo hat sich als She-Her. Achso, ich dachte jetzt nee, Banjo. Genau. Nee, ja, genau. Aber ich rede jetzt. Banjo? Banjo ist ein S, I guess. Banjo ist eigentlich ein Bär. Ein Bärchen. So, Game 2, FD. FD. Ich würde sagen, eigentlich ist FD eine gute Stage für Banjo. Ich bin mir aber nicht sicher in dem Matchup, weil halt Banjos, wie gesagt, Banjos Gameplan ist sehr projektillastig und Falco halt eigentlich dieses Projectile-Game. Falls jemand gerade Musik ausgewählt hat, sehr gute Musik-Choice. Street Fighter, das ist immer ganz wichtig hier. Und da kommen die Kombos auch von Scouty mit seinem. Ja, Momo benutzt Bird. Immer noch Bird. Zu viel Side-Game. Oh? Ja. Das bringt ihn halt anfangs. Weiß nicht, ich würde das eher ein bisschen später einsetzen. Ja, das Problem, was ich halt an FD sehe für Banjo, ist halt, er kann nicht so richtig das Projectile-Game spielen gegen Falco, aber gleichzeitig fällt es halt auch schwer, ohne Plattform irgendwie von oben sauber auf Falco zu engagen oder zu attackieren, weil halt dieser Uptilt und Upsmash da ist. Deswegen, und halt. Nice! Nämlich, genau. Wow! Nämlich horizontal schön, halt schön, dieser Shot hat sehr super. Oh! Oh, jetzt, oh, okay, jetzt aber die Frage, wie wird Falco jetzt killen? Ah, okay, so ungefähr. Das darf er natürlich nicht machen. So, da wird er halt mies gepunished, gerade bei hohen Prozenten. Und wenn Scouty jetzt die Sache ruhig anbieten will, dann kann er sich nochmal hier ordentlich Prozent aufbauen. Oh, der steht. Und schon wieder for free Center Stage bekommen. Ja, also das Matchup gefühlt ist Falco auf jeden Fall. Oh, der Downhit ist eklig. Der hat eine ziemlich eklige, ja, ziemlich eklige Angle. Oh, fast der Fair. Oh, okay. Oh. Beide missgrabben sich. Ja. Da war Scouty ein bisschen zu gierig mit dem Grab. Low-Percentage-Grabs von Falco geben halt immer recht viel. Deswegen. Oh, und wir haben fast even Game. Es ist quasi. Oh. Beide viel am Rollen. Ja, okay. Oh. Er war nicht safe on shield. Nee. Oh, trotzdem noch getroffen. Wegen Momo hat sich da jetzt auf jeden Fall. So, jetzt ein paar Prozent. Oh. War ein bisschen rausgekommen. Okay. Im Startup noch die Invincibility, vor den Invincibility Frame. Aber nur eingetradet? Kein Side-B bitte. Okay. Ja, die Side-B. So, jetzt sind wir zurück. Ja, die Side-B sind halt. Side-B sind halt kein Neutral 2, sondern eher, wenn man halt den Gegner genau gescoutet hat und weiß, was er macht, oder halt im Advantage halt. Oh, ein Air-Dodge. Ja, Momo geht jetzt auf jeden Fall für den Grab raus. Schön Spacing hier von Scouty. Das meine ich. Das ist kein aber kein F-Smash. F-Smash hätte nicht getroffen, glaube ich. Ja, ich glaube, ein Up-Smash hätte einfach machen sollen. Vielleicht mehr. Maybe. So. Und jetzt ist, glaube ich, schon wichtig, wer jetzt ins Stock ist. Fox ist tot. Der nächste Downtilt wird es auf jeden Fall dann auch klären. Aber vielleicht holt sich Momo vor den Stock. Ja, man muss halt aufpassen, wenn man R2R gegen Banjo geht auf diese horizontalen Ebene, weil da halt immer diese Granate kommt in so einem ekligen Angle. So, kein Upsmash. Vielleicht ängstlich. Einfach zurückgerollt. Da weiß Momo selber auch, dass das, Das war nicht das Yellow from the Egg. Nee. Okay, Downtail, es ist even. Beide 1-Stock, 0% auf FD, Momos Counter-Stage. So, jetzt macht nämlich Scouty das, was er eigentlich auch in dem Matchup machen sollte. Genau. Schön, schöner Tomahawk-Grab wieder. Momo hat ein leichtes Schild-Habit. Richtig. Boah. Tut schon weh, die Faust, ne? Ja, okay. Ich sag mal so, die Faust ist auch eigentlich auch so. Nice. Faust ist gefühlt auch der. Faust ist gefühlt auch der einer der wenigen Moves, die. Wow. Ich bin der Meinung, minus 6 nur on-Shield sind. Richtig gespaced, also safe. Okay. Sonst hat Banjo halt nicht so viel, wenn man ehrlich ist. Das war's. Magnethände. Das wird aber richtig spannend jetzt hier. Richtig spannend. Momo ist zu nervös. Wird die Side-B kommen. Wird gleich die Side-B kommen. Ich glaube, ja. Irgendwann wird die kommen. Regret? Frage ist, wird Scouty darauf antworten können? Die Fair. Schön gecatcht da oben. Wirklich schlau gemacht. Ah, den hohen Jump und dann in dein Schnauz mit deinem Schnabel in den Schnauz. Der Schnabelbecher. Der Schnabelbecher. So. 2-0. Scouty. Wie ich immer sage, one more game. Ich bin da natürlich ein bisschen biased gegenüber meinem Bruder.
Macht er bis jetzt auch gut. Ich würde sagen, ein paar Slip-Ups sind noch da, aber ich hoffe, es reicht. Ja, am Ende ist es doch schon ziemlich deutlich für Scouty ausgegangen. Ja, wobei, jetzt Last Hit war. Nee, oh, doch. Ja. Okay. Also 90 und 130 Prozent will ich schon fassen. Ich weiß immer noch nicht, ob FD so das Wahre ist. Weil vor allem Side-B von Banjo ist halt auch so stark, wenn man mit dem Side-B halt Plattform-Tags alle Options covern kann. Du willst das schon so wissen, ne? Aber ich als Banjo hätte, weiß nicht, irgendwas mit Plattform gemacht. Ja, genau, meine ich ja. Weil so mit Side-B kannst du halt so Plattform-Tags dann komplett covern. Ja, ja, ja. Und das fehlt dir halt auf FD komplett. Oder mit seinem One-Shot, mit diesem Ei und genau, auf die Plattform genau abtilt. Das wird niemals genau getaggt, weil das ist, also schon, aber und das ist sehr schwierig. Und auf FD fehlt dir halt diese ganze Also ich glaube auch nicht, dass es der ultimative Pick ist. Nee. Also ich glaube jetzt... Oh. Oh. Oh, 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 oh. Aua. So, oh, falsche Richtung. Oh. Oh. Da zum Beispiel... Da wäre mehr drin gewesen. Ja, Momo kann mal... Scouty hat dann einen... Oh! Tomahawk Grab geredet und abtilt und tot. Oh, tot! Okay. Momo könnte zum Beispiel wirklich mal ein bisschen drauf achten. What a confirm! Einfach direkt ausgelegt. Dann denkt sich, hatte ich, hol mir ja auch den Stock. Nein, ihn ab! Oh, der ist halb übergierig. Rührt nicht zu. Ja. Nice, Tomahawk. Und er lässt ihn noch ein bisschen im Grab stehen. Oh, er wollte rausspringen. Nee, so nicht gegen Falco. 55%. Einfach so geschenkt. Nice. Ja. Oh, nochmal der. Last Hit. Sag mal, so Falco ist so ein Charakter, wenn man auch nicht weiß, wie man gegen den spielt, ist er schon... Oh ja, geredet. Geredet die Side-B. Aber kein Punish. Nee. Wenn man nicht weiß, mit wie man Grab wäre vielleicht was drin, aber sonst. Ja. Wenn man nicht weiß, wie man gegen Falco spielt, ist es ein super eklig. Oh. Nee. Oh. Autschi. Aber am Ende... Schade. Da hätte er auch... Ich glaube, er will ein bisschen flexen. Er hätte natürlich auch schon den Upsmash das mit dem ersten. Das gehört Oh. Ist es schon quasi ein Ebenbild zu Top to get. Nevermind. Nee, oh, das hat eben schon nicht geklappt. Klasse, das, Backer. Da grinst doch Scouty. Ich würde Momo darauf antworten. Will sich den Stock, sie sich den Stock jetzt holen? Sag mal so, wird sich Banjo den Stock holen, weil ich bin gerade nicht so. Ich würde mal vermuten, der Gameplan ist sein. Ja. Oh, da ist sie auf dem Kopf. Auf dem Kopf. Auf dem Kopf. Autsch. Oh. Oh! Okay. Ja, okay, jetzt, das. Ja, okay, es könnte aber noch echt sehr spannend werden, wenn Momo sich jetzt hier ein bisschen zusammenreißt. Der Erdolz schon wieder. Das war's. Ja, das war's, ja, okay. 3-0. 3-0. GG's. 3-0. So, ich muss jetzt leider direkt los, weil ich glaube, ich jetzt auch gegen die Ehre haben darf, gegen Beiße zu spielen. 3-0. 3-0, 3-0, 3-0, 3-0, 3-0. Dann viel Spaß.